So, wir haben es verstanden. Ihr wollt die Q3 43 mit einem Filter verwenden. Folgende Optionen habt ihr. Filter drauf. Jetzt gibt es einmal den Außengewindeschutzring. Der liegt der Kamera bei, kostet also nichts. Den könnt ihr drauf machen. Funktioniert auch im Makromodus. Option 2, die runden Gegenlichtblenden, gibt es in 3 Farben. Die ist nicht dabei bei der Kamera, gibt es optional zu kaufen. Die geht auch aufs Außengewinde drauf und damit könnt ihr den Filter im Makromodus und normal verwenden. Damit beenden wir das Thema und jetzt geht es um die Kamera. So, warum baut Leica eine Q3 mit 43 mm? Zum einen, ganz einfach, wir im Store merken das, 28 mm als Fixed Lens ist nicht für jeden was. Wir haben genug Kunden gehabt, die damals gesagt haben, mega gute Kamera, aber mit 28 mm bin ich nicht zufrieden. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, hat Leica total recht gehabt. Die Lager teilen sich auf in wirklich 50-50. Die einen mögen weiterhin die 28 mm, die einen die 43 mm. Und ich persönlich, da 40 mm meine Lieblingsbrennweite ist, bin ich super happy damit, dass Leica sowas macht. Warum so eine komische Zahl von 43? Das liegt daran, dass es die Diagonale ist vom Vollformatsensor, somit die natürlichste Brennweite und das, was am ehesten dem menschlichen Auge entspricht. Ich muss sagen, mir gefällt die Brennweite sehr, sehr gut, weil sie in between zwischen 35 und 50 mm ist. 35 und 50 mm sind halt einfacher zu bauen, deswegen hat man damals eher 50 mm gebaut. Aber Leica selber hatte tatsächlich auch schon Linsen in dieser Art von Brennweite ähnlich schon lange gebaut. Damals die erste Ur-Leica hatte 41 mm, wenn ich mich nicht irre. Leica CL hatte ein 40 mm. Objektiv. Deswegen, das ist jetzt nichts Neues, aber tatsächlich trotzdem sehr rar. Ich habe mal geschaut, gab es schon in der Geschichte der Fotografie irgendwie 43 mm so korrekt? Und tatsächlich gibt es 2 Linsen, die ich gefunden habe. Einmal eins von Schneider Kreuznach und einmal eins von Pentax. Somit ist das auch eine Brennweite für Fotografen, die halt mal uniker ist vom Look. Genau. Also über das Objektiv haben wir schon geredet, das ist anders als bei der Q3. Die grundsätzlichen technischen Daten sind aber sehr ähnlich. Wir haben hier auch den 60 Megapixel Triple Resolution Sensor, das bedeutet, ihr könnt abstufen 60, 36 und 18 Megapixel und ihr habt die Option wieder reinzukroppen aufgrund der hohen Auflösung, diesmal bis 150 mm. Da blenden wir euch auch mal Beispielbilder ein. Genau. Zudem haben wir dieses Mal ein Apo-Objektiv. Beim 28 mm haben wir ein Summilux, bedeutet maximale Lichtstärke, Offenblende 1,7. Hier haben wir das Apo-Summicron, apochromatisch korrigiert, heißt was? Nichts anderes, bei einem regulär gerechneten Objektiv treffen 2 Farbstrahlen quasi auf die exakte Sensorebene. Das sind Blau und Grün. Und bei einem apochromatisch korrigierten Objektiv werden besondere Gläser eingesetzt, dass auch der rote Farbstrahl exakt auf die Sensorebene trifft. Das minimiert nochmal apochromatische Flares und erhöht nochmal deutlich die Schärfe. Und das sieht man auch. So, Adrian, was hältst du von der Kamera? Mir gefällt sie tatsächlich ganz gut. Also ich mag dieses graue Finish, was die hier vorne hat. Also es ist nicht mehr schwarz wie bei der normalen Q3. Dann finde ich eigentlich ganz cool, dass ich jetzt den Makromodus habe mit 43 mm. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz, ganz anderen Look und eine ganz, ganz andere Tiefe. Freue ich mich schon sehr drauf, damit rumzuspielen. Ansonsten, klar, wir haben den Klappmonitor wieder wie bei der regulären Q3. Die Tasten sind 1:1 gleich belegt, das Menü ist 1:1 das gleiche. Man findet sich also wirklich sehr, sehr schnell wieder zurecht. Es ist für mich tatsächlich auch ungewohnt, durch die Linse zu schauen und keine 28 mm zu sehen. Aber mal schauen, macht Spaß. Ja,
Also durch das andere Objektiv haben wir natürlich auch ganz andere Naheinstellgrenzen. Regulär geht die jetzt bis 0,7 und dann haben wir hier wieder den schönen Makro-Switch. Wenn wir den einmal betätigt haben, kommen wir bis zu 27 cm nah, ab der Sensorebene natürlich. Und wenn man dann noch reinkroppt, dann kriegt man schon richtig geile Makroaufnahmen hin. Blenden wir euch auch mal ein. So, bei der Kamera hat Leica darauf geachtet, dass sie die gleichen Außenmaße hat wie auch schon die Q328. Das heißt, das Objektiv ist ein bisschen länger geworden, dadurch wurde die Gegenlichtblende ein bisschen kürzer, hat aber den großen Vorteil, dass ich alles Zubehör, was für die Q3 passt, auch für die Q343 verwenden kann. Finde ich echt cool und gerade die Daumenstütze, die müsst ihr mal probieren, die ist, finde ich, ein Must-Have. Wie findest du die Kamera? Hey, ich bin mega happy, dass es die Kamera jetzt gibt, weil man somit einfach die Wahl hat, 28, 43 mm, was passt besser zu mir. Ja. Viele sagen 28 Street Photography oder Landschaften, einfach die perfekte Alltagscam, 43, wenn ich mehr Menschen im Fokus habe. Somit hat wirklich jeder die Wahl und nur weil die Kamera auf dem Markt ist, wird es die 28er weiterhin geben. Eben, ja. Deswegen bin ich super happy damit. Ja. Mit der Entscheidung. Und ich muss auch sagen, also nach wie vor wie bei der Q3, normalen Q3 sage ich jetzt einfach mal, ich will die jetzt in die Hand nehmen, weil die einfach sich so gut anfühlt. Es macht schon Sinn, also über das Naming kann man sich natürlich streiten, aber es macht schon Sinn, dass die Q3 43 heißt, weil es ist im Prinzip die Q3, genau, mit 43 mm. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und ich suche eine Alltagskamera für den Daily Use, dann kann ich mich entscheiden, okay, will ich 28 oder will ich 43? Punkt. Und ansonsten sind die ja wirklich gleich und es macht einfach wahnsinnig Spaß, die in die Hand zu nehmen. Und ja, am besten muss man wirklich bei uns in den Store vorbeikommen. Man muss sie in die Hand nehmen, man muss sie testen. Also geht ruhig damit durch die Gassen, so wie wir jetzt, und macht ein paar Testfotos. Und genau. Falls ihr aus irgendeinem Grund nicht vorbeikommen könnt, wir haben euch mal ein paar Aufnahmen in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch die RAWs runterladen und euch von der Qualität überzeugen. Aber wir empfehlen immer, kommt auf ein Espresso vorbei, schnappt euch die Kamera, macht euch ein eigenes Bild. Wir sehen uns. Lasst einen Like da, damit wir schön weiter Videos machen können. Und uns würde noch interessieren, welche Brennweite hättet ihr gerne bei einer Q3, wenn es noch eine dritte geben würde? Lasst es uns wissen. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Ist das ein Catch?